Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und dann gehen wir direkt rein ins Spiel. Gute Mädel muss jetzt erstmal ein bisschen schlafen. Und sie auch. Okay. Gut. Abbrechen. Wir möchten jetzt nicht mit jemandem. Kleine Kalypso hat Hunger. Dem geht's eigentlich gut. Sie ist hungrig, aber sonst. Wenn du gehst jetzt kein Eis machen, du gehst jetzt noch mal ein bisschen schlafen danach. Dass du dann nachher, wenn die anderen dann wieder fit sind, auch fit bist. Wann haben wir denn jetzt Geburtstag? Ich hab's halt eigentlich auch lang eingestellt. Aber ich glaube, ich stelle das wieder auf normal. Ich glaube, ich lasse das doch so. Also die Kleine hat morgen Geburtstag, die haben hier Geburtstag und dann machen wir es wieder aus, weil sonst wird bald leben. Älter. Ja, sie ist eigentlich jetzt relativ fit. Kann jetzt eigentlich wach bleiben. Kann dann selbst duschen. Guter Ruf. Wenn sich Metal unbekannte Sims vorstellt, hat sie eine Chance, gute die Beziehung mit Freundschaft zu beginnen. Obwohl, es ist Frühstück. Oder? Ja. Darf sie Cerealien essen? Das ist... Der Schlafmus ist komplett zerstört von denen. Kannst du ja schon mal hier runterkommen? Der Geburtstag von Calypso nach. Jetzt noch mal oder irgendwie nicht so. Ah, weil sie geholt wird, okay. Jetzt. Immer diese komische Angewohnheit von Sims.
Irgendwie habe ich das Gefühl, hier gewittert es einfach wirklich nur. Benaza, Schlof. Dag, dag. Ey, das ist so nervig mit diesen kleinen Kindern, dieses scheiß Rumgebacke hier. Es passiert jetzt nicht wirklich viel, weil ich halt jetzt erstmal möchte, dass die größer werden. Aber das dauert jetzt noch eine Weile. Also sie hat ja heute Geburtstag. Und dann würde ich mal sagen, könnte man mal wieder rausgehen und jemanden kennenlernen. Und aber ein Baby würde ich erst machen, wenn die hier größer werden. Also Bailey und Aurora. Weil ich glaube, sonst wird es echt anstrengend. Soll sie denn spielen? Ich spiele mal das. Sie ist jetzt gleich ausgeschlafen, aber ihr geht's eigentlich relativ gut. Kannst jetzt rauslassen und dann kannst du ein bisschen was spielen. Ah.
Und die kann ja mal. Weiter aufs Töpfchen gehen. Also langsam muss sie ja mal wieder ein bisschen. Und sie kriegt auch Spaß. Es geht ja zum Glück ja sehr schnell hoch. Ich weiß noch nicht, ob ich mit meinen Regeln so ein bisschen zufrieden bin, weil sonst dauert das halt wirklich sehr lang. Und es wird auch sonst sehr stressig, wenn wir so lange warten wegen den Fähigkeiten und so. Klar, es sind die normalen Regeln eigentlich, aber vielleicht lasse ich sie auch heute mit ihr Eltern. Also Bailey und Aurora, dass ich die auch heute Eltern werden lasse, wenn sie älter wird, weil dann sind das schon Kinder und dann kann Madeline auch wieder schwanger werden. Ich glaube, so mache ich das. Sobald das Baby größer wird, werden die anderen dann auch größer. Du kannst jetzt mal wieder aufhören zu spielen. Könntest mal wieder schreiben. Kurzgeschichte. Schreib mal. Sie hat auch ein bisschen Spaß, aber sie kann jetzt spielen. Du gehst mal bitte kurz eine Kleine füttern. Ich kann jetzt auch mal aufstehen. Und könnte hier runterlaufen. Weil dann leveln sie ja trotzdem. Ach, da kommt sie. Könnten Sie jetzt eigentlich älter werden lassen, weil sie hat ja eh Geburtstag. Sie wird auch unabhängig. So, das finde ich ja immer schön. So, dann kann sie jetzt auch mal zwei Geburtstagskuchen backen. Kochen. Dann nehmen wir einfach einmal eine weiße Torte und einen Schokokuchen. Unsicherheit. Ich hoffe, dass, wenn sie dann jetzt mal schwanger wird, dass sie nicht nur Mädchen sind, sondern auch mal Jungs.
Wo geht sie denn jetzt schon wieder hin? In der Küche ist genug Platz. Oh, jetzt stand ich falsch rum. Jetzt ist es. Kannst hier mal nein. So, die gute Bailey darf älter werden. Nein. Und dann gehen wir gleich alle mal umstylen und dann werde ich den. Geh, dass sie jetzt ein Stück nehmen. Kindheit, unendlich Kreativität, Regelverstöße und Wutanfälle warten. Möge das Spiel beginnen. Ein Katzenfreund. Okay. Und sie hat überall plus eins. Was ist Bailey? Bailey ist, glaube ich, eher. Ja, ich glaube, Bailey ist eher so die. Oh nein. Wenn, dann holst du dir hier ein Stück. Aber warum ist hier auf einmal so dunkel? Jetzt wird Aurora auch noch älter. Also ich würde sie auf jeden Fall wieder ihren normalen Ton geben. Ein normaler Hautton. A break? Flocke. Unberechenbar. Oh Gott. Oder? Ja. So.
werde ich dann jetzt wieder im Schnelldurchlauf machen. Yeah, I can't do the shoes. Das wisst ihr, ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Thank you.
wir die Timer und gesagt, das ist jetzt die gute Kalypso. Kann ich euch mal durchklicken. Ankleidung, Nachtwächter, Aufgekleidung, Badekleidung, heißes Wetter, kaltes Wetter. Das ist die Aurora, Alltag, Schick, Sport, Nacht, Ausgekleidung, Badekleidung, heißes Wetter, kaltes Wetter. Das ist die gute Bailey. Die habe ich so ein bisschen lockerer, schon wie bei den kleinen Kindern, war sie auch schon ein bisschen lockerer angezogen und lässiger. Also ist ihre Alltagskleidung, ihre formelle Kleidung, ihre Sportkleidung, ihre Schlafkleidung, ihre Ausgekleidung, Entschuldigung, also ihre Partykleidung, ihre Schwimmkleidung, ihr heißes Wetter und ihr kaltes Wetterkleidung. Ja. Und ich würde dann sagen, damit beende ich dann auch erstmal den Part für euch. Ich würde jetzt nochmal einen auf, also ich würde jetzt nochmal was aufnehmen, also direkt hintereinander, und da gehen wir dann auch mit Madeline wieder raus, ein paar neue Leute kennenlernen, und ich denke mal, dann ist auch wieder Zeit für ein neues Baby. Und ich glaube, ich werde es jetzt so machen, sobald das Baby älter wird, werden die anderen auch größer. Also die Einzelschüler bei den Kindern wird jetzt wahrscheinlich nicht so schwierig sein, wie jetzt die Fähigkeiten bei den Kleinkindern. Aber sonst wird es einfach so lang dauern. Und ich glaube, dass es auch so schon lang genug wird. Also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.